Premiumize hat sich in den letzten Jahren von einem Multihoster zu einem ganz praktischen Werkzeug entwickelt. Das liegt daran, dass man zum Beispiel Torrents runterladen kann, ohne ein Torrent-Programm installiert zu haben, oder auch aus dem Usenet Dateien runterladen kann, ohne ein Usenet-Programm extra installieren zu müssen. Man hat also vorher einfach den Torrent ins Webinterface geladen und konnte dann aus dem Browser den Download starten. Jetzt wird das Ganze noch einfacher, und zwar schauen wir uns heute mal ein neues Feature an, das Premiumize anbietet, und zwar WebDev. Dazu bin ich hier mal auf Legit Torrents, und hier ist der Film Big Bug Bunny. Den kann ich jetzt hier als Torrent runterladen, kann aber auch einen Rechtsklick machen und sagen Copy Link Location und kopiere den einfach mal hier in den Downloader rein. So, bisher ist ja jetzt nichts Neues passiert. Jetzt wäre ich normalerweise hergegangen, hätte mir jetzt hier online den Film streamen können oder runterladen können. Ja, was ist jetzt anders? Und zwar WebDev. Dazu öffne ich jetzt mal den Explorer und zeige euch zwei Wege, wie wir jetzt an diese Datei noch einfacher als bisher kommen können. Der erste Weg ist einfach hier oben HTTPS einzugeben, Doppelpunkt, slash, slash, dann WebDev, Punkt, premiumize.me. Wenn ich da jetzt mit Enter bestätige, werde ich nach Benutzername und Passwort gefragt. Und was sind die? Das ist nicht unser Login, den wir hier von Premiumize kennen, sondern wenn ich mal auf Account gehe, dann habe ich hier einmal die Customer ID, das ist mein Benutzername, und ich habe den API-Key, das ist mein Passwort. Das kopiere ich jetzt hier einfach mal rein. Könnte ich jetzt auch merken lassen zum Beispiel. Und jetzt sehe ich hier diesen Clip vor mir. Den könnte ich jetzt im Doppelklick natürlich auch genauso gut anschauen, oder ich kann jetzt wie jede andere Datei halt auch den zum Beispiel kopieren. Was man wissen muss, hier kann man nichts löschen. Aktuell ist WebDev noch read-only, kann also nur lesend zugegriffen werden. Nichtsdestotrotz könnte ich mir den jetzt einfach kopieren. Damit man die Zugangsdaten nicht jedes Mal neu eingeben muss beim Zugriff, kann man den auch direkt mappen, sozusagen das Laufwerk. Dazu gehe ich auf meinen Computer, hier oben at Network Drive, und hier unten klicke ich auf diesen Link. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie der auf Deutsch heißt, aber einfach auf diesen Link da unten klicken. Und dann klicke ich mich hier durch, wähle hier was aus, und hier gebe ich jetzt nochmal die Adresse ein, die ich auch gerade eben eingegeben habe, und gehe auf Next. Jetzt kann ich einen Namen vergeben, nenne ich jetzt einfach mal Premiumize, nochmal Next und Finish. Die Zugangsdaten hat er sich jetzt schon gemerkt auf jeden Fall, weil wir uns ja schon mal eingeloggt haben. Und wenn ich jetzt hier auf das PC gehe, dann sehe ich ja auch hier unten, dass die dauerhaft eingebunden ist. Und alles, was ich jetzt halt in Premiumize lade, sei es Usenet oder Torrent, was dann auf der Cloud landet, das landet dann am Ende hier und kann ganz einfach mit Drag and Drop oder Copy and Paste oder wie ihr das möchtet, rauskopiert werden.